Der Uber. Ich war immer noch etwas aufgewühlt, daher entschuldige ich mich im Voraus für eventuelle Grammatik oder Formatierungsfehler. Ich schreibe dies hier auf meinem Handy. Ich lebe am Stadtrand einer der größten Städte im Nordosten, in einem ruhigen Viertel, das eher den Charme einer Kleinstadt hat. Nach einem ziemlich intensiven Training im Fitnessstudio in den Vororten war ich auf dem Weg nach Hause, bereit, meinen Hund zu streicheln und eine dringend benötigte Dusche zu nehmen. Um von den Vororten zurück in mein Viertel zu kommen, muss ich über eine alte, vierspurige Brücke fahren, die zu einigen der Hauptstraßen des Viertels führt. Die Fahrspuren sind nicht durch Markierungen getrennt, aber es gibt Schilder auf der Brücke und jeder respektiert die Regel, dass zwei Autos nebeneinander fahren können. Während ich die Brücke überquerte, blieb ich in der rechten Spur, um geradeaus weiterzufahren, da die linke Spur eine Abbiegespur ist. Als ich das Ende der Spur erreichte, bemerkte ich, dass das Auto am Ende etwa einen Fuß in meine Spur ragte. Ich versuchte, um ihn herumzufahren und landete mit einem meiner Reifen etwas auf dem Gehweg, während ich mich wieder in meine Spur einordnete. Ich warf einen Blick auf den Fahrer, zeigte ihm keinen Stinkefinger und verhielt mich nicht aggressiv, aber ich bin sicher, dass mein Gesichtsausdruck sagte: Was zur Hölle machst du da? Die Ampel wurde grün und ich fuhr sie geradeaus weiter, bemerkte aber, dass das Auto, das meine Spur blockiert hatte, trotz der Abbiegespur ebenfalls geradeaus fuhr. In meinem Rückspiegel sah ich ein beleuchtetes Uber-Schild in seiner Windschutzscheibe. Ich fuhr weiter die halbresidentielle Straße entlang und hielt an jeder Stopptafel an, das Auto blieb die ganze Zeit hinter mir. Während ich bereits dachte, dieser Typ kann nicht Auto fahren, behielt ich ihn im Rückspiegel im Auge, als ich mich einer anderen Hauptstraße in der Gegend näherte. An der Ampel bemerkte ich, dass dieser Typ sein Uber-Schild ausgeschaltet hatte und irgendetwas in mir sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber dieses Uber-Schild hatte mir ein gewisses Gefühl der Sicherheit gegeben und seine bewusste Entscheidung, es auszuschalten, machte mich unruhig. Als ich in die Hauptstraße einbog, machte ich sofort die erste mögliche Linksabbiegung und der Uber-Fahrer folgte mir. Ich befand mich nun auf einer Wohnstraße, aber da ich die Gegend kannte, fuhr ich bewusst zügig und bog ein paar Mal ab, um in Richtung Autobahn zu fahren. Der Uber-Fahrer blieb dicht hinter mir, sein Stoßfänger nur etwa 1,5 Fuß von meinem entfernt. In der Mitte der Wohnstraße war ich mir sicher, dass ich verfolgt wurde. Obwohl ich einen seriösen Bürojob habe und eine ruhige Persönlichkeit besitze, denke ich nicht, dass ich ein typisches Ziel für eine Verfolgung bin. Ich bin ein großer Kerl, wiege etwas unter 100 Kilo, bin muskulös und habe viele Tätowierungen. Ich bin sicher, dass der Typ mich gesehen hat, als ich auf der Brücke neben ihm stand, und von meinem kurzen Blick auf ihn schien er älter und viel kleiner zu sein als ich. Der Gedanke anzuhalten und die Situation eskalieren zu lassen, kam mir kurz, aber angesichts der vielen Schusswaffenverbrechen in meiner Stadt war dieser Gedanke sofort wieder verschwunden. Alles, worauf ich mich konzentrieren konnte, war, an einen sicheren Ort zu gelangen und sicherzustellen, dass dieser Verrückte nicht herausfand, wo ich wohnte. Als ich auf die Autobahn auffuhr, folgte er mir wieder, schnitt mehrere Spuren und beschleunigte, um zu mir aufzuschließen. Ich bog die erste Möglichkeit rechts ab und führte ihn durch ein Labyrinth aus verwinkelten Nebenstraßen. Sein Auto blieb dabei ständig nur wenige Zentimeter hinter meinem. Ich achtete nicht mehr auf Einbahnstraßen, Stoppschilder oder Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich wusste nur, dass ich wegkommen musste. Währenddessen folgte mir der Uber-Fahrer und passte seine Geschwindigkeit an, nahm jede scharfe Kurve, die ich in diesem Straßengewirr machte. Mir wurde klar, dass ich wieder in eine belebtere Gegend zurückkehren musste, falls dieser Typ beschloss, auf mich zu schießen oder mein Auto zu rammen. Ich fuhr also in Richtung Hauptstraße zurück und entdeckte aus dem Augenwinkel den Parkplatz eines Fastfood-Restaurants, der eine Abkürzung zur Hauptstraße bot. Ich raste über den Parkplatz, der Mann jagte mir nach und ich fühlte mich hilflos. Wenn dieser Typ bereit war, mir durch all das zu folgen, würde er nicht aufhören, bis er mich hatte. Ich überlegte meine Optionen, als ich auf die Hauptstraße einbog. Die Polizeistation war etwa 10 Minuten entfernt, aber es lagen mehrere Ampeln und Zebrastreifen zwischen mir und der Sicherheit. Ich entschied mich, durch die Nebenstraßen in diese Richtung zu fahren und hoffte, dass ich ihn dabei abhängen könnte. Ich wollte diesem Typen nicht die Möglichkeit geben, bei einer roten Ampel aus seinem Auto zu steigen und mich irgendwie anzugreifen. Ich musste in diese Richtung fahren und beten, dass ich keine roten Ampeln erwischte. Als ich aus dem Parkplatz bog, zeigte sich mein schlimmstes Szenario: Eine rote Ampel mit einem bereits wartenden Auto, Gegenverkehr und ein weiteres Auto, das links abbiegen wollte. Ich wusste, dass es unverantwortlich war, aber ich zögerte nicht.
Ich scherte in die Gegenfahrbahn aus und bog links ab, obwohl es eine Einbahnstraße war. Ein paar Hupen ertönten, aber das war mir egal. Ich betete nur, dass ich eine so unverantwortliche Bewegung gemacht hatte, dass es diesen Kerl verwirren und mich davonkommen lassen würde. Ich schaute in den Rückspiegel und sah keine Scheinwerfer mehr. Ich fuhr bis zum Ende des Blocks der Einbahnstraße, machte ein paar zufällige Abbiegungen in Seitenstraßen und fuhr auf den Parkplatz eines Apartmentkomplexes, wo ich mein Auto ausschaltete. Mein Adrenalin ließ nach und ich konnte nicht aufhören zu zittern. Ich legte den Sitz ganz zurück und rief die Polizei über die Nicht-Notrufnummer an. Die Dame, die den Anruf entgegennahm, war völlig unhilfreich und wies mich an, den Notruf zu wählen. Alles, was ich hatte, war eine kurze Beschreibung des Autos und des Mannes, dessen Gesicht ich nicht gut in Erinnerung hatte. Die Polizei sagte mir, sie würden es nur als Störung aufnehmen. Sie sagten mir, ich solle nach Hause fahren, da einige Zeit vergangen war, seit die Verfolgung beendet war und sie bei mir ankam. Da ich immer paranoid bin, parkte ich mehrere Blocks von meinem Haus entfernt, zog mich im Auto um, setzte eine Mütze auf und ging nach Hause, immer auf der Hut, ob ich den Kerl oder sein Auto sah. Ich dachte, ich hätte sein Auto gesehen, wie es in eine andere Straße einbog, als ich ging, aber ich sagte mir, dass er mich außerhalb meines Autos nicht wiedererkennen würde. Jetzt sitze ich zu Hause, tippe das hier, mein großer Hund liegt neben mir und ich habe einen Drink in der Hand. Ich fühle mich hilflos. Ich habe Angst, mein Auto in der Stadt zu fahren und diesem Verrückten wieder zu begegnen, Angst, was er mir antun könnte. Ich sorge mich, dass dieser Typ herumfahren und mein Auto sehen, herausfinden könnte, wo ich wohne und irgendwie versuchen könnte, mir oder meiner Familie zu schaden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so verletzlich gefühlt. Ich habe nie daran gedacht, mir eine Waffe zu kaufen, aber diese Begegnung lässt mich darüber nachdenken. Alles, was ich jetzt tun kann, ist zu versuchen, weiterzumachen und zu hoffen, dass er in meiner Gegend keine Fahrten annimmt. Also, durchgeknallter Uber-Fahrer, der mich durch die Nebenstraßen meiner Stadt verfolgte, weil er die Verkehrsregeln nicht verstanden hat. Lass uns nicht wieder treffen. Stimmen. Ich war damals 5 oder 6 Jahre alt, würde ich sagen. Zu der Zeit lebte ich in einem 2-stöckigen Haus mit meinen Eltern, die im Erdgeschoss schliefen, und meiner Schwester, die im oberen Stockwerk schlief. Ich war mit meinen Eltern im Erdgeschoss. Eines Abends, während ich friedlich ohne Licht einschlief, wachte ich plötzlich auf und fühlte eine monströse Angst. Mir war sehr heiß. Ich schwitzte enorm, obwohl es keine Geräusche gab, nichts, das dies erklärt hätte. Ich zog mir die Decke über das Gesicht, ließ nur meine Nase herausschauen. Ich hatte das Gefühl, dass mich etwas oder jemand am Rand meines Bettes beobachtete. Die Abende vergingen und jede Nacht fühlte ich das Gleiche. Es dauerte ein paar Minuten, bevor ich nach meinem großen Schrecken wieder einschlief. Eines Abends nahm ich all meinen Mut zusammen und schaute auf den Boden, um zu sehen, ob da wirklich etwas war oder ob ich träumte. Und da war tatsächlich etwas. Es war jemand da. Was ich sah: große, leicht runde Schuhe, die auf mein Bett gerichtet waren. Herrenschuhe. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass sie einem Mann gehörten. In den folgenden Nächten hörte ich, wie der Mann zu meinem Bett ging. Ich spürte, wie er mich ansah und dann langsam wieder wegging. Sobald er gegangen war, schlief ich sofort ein. Ich fragte meine Eltern, ob sie nachts zu mir kämen, aber sie sagten, dass sie es nicht taten. Meine Mutter glaubt fest an das Paranormale, im Gegensatz zu meinem Vater, der sehr philosophisch ist. Sie hat selbst solche Dinge erlebt. Jahre später, bevor wir umzogen, erzählte ich ihr davon. Sie riet mir, mit diesem Mann zu sprechen, was ich aber aufgrund der Angst, die er in mir auslöste, nicht konnte. Nachdem ich das einem Erwachsenen erzählt hatte, fand ich mich kopfüber in meinem Bett wieder, in meine Decke gewickelt und schrie nach meiner Mutter, damit sie mich rettete, weil ich nicht wusste, wo ich war. Meine Mutter hatte noch nie so viel Angst. Wir zogen dann in ein kleines Haus mit meinem Vater und meiner Mutter. Mein Zimmer war wie gewohnt in der Nähe meiner Eltern, was mich sehr beruhigte. Ich war nun 12 Jahre alt. In der ersten Nacht in meinem neuen Zimmer schlief ich ein, alles lief gut, aber ich schlief immer mit Licht an und meiner Decke über dem Gesicht, sodass nur meine Nase herausschaute. Eines Abends hörte ich, wie jemand meinen Namen leise flüsterte. Ich versteckte mich sofort unter meiner Decke, weil ich heimlich mit meiner DS spielte. Zuerst dachte ich, es wäre mein Vater, dann hörte ich es noch lauter. Ich schwitzte, wie in all den Jahren zuvor. Danach passierte einige Jahre lang nichts, aber ich war nachts immer noch sehr gestresst.
Mit der Zeit fühlte ich immer mehr Dinge in diesem Haus, besonders wenn ich alleine war. Ich hatte das Gefühl, beobachtet zu werden, und sobald ich den Kopf drehte, sah ich schwarze Schatten, die plötzlich verschwanden. Es gab eine Treppe, die zum kleinen Obergeschoss des Hauses führte. Ich ging fast nie hinauf, weil ich oben etwas Unheimliches spürte. Aber ich ging hinauf, um Videospiele zu spielen. Ich spielte also nachts Videospiele, weil ich so große Angst hatte, einzuschlafen. Aber irgendwann musste ich doch schlafen, also schlief ich auf dem Bett im Obergeschoss ein, mit dem Fernseher an, um mich zu beruhigen. Ich war etwa 15 Jahre alt. Dann spürte ich wieder dieses seltsame Gefühl und hörte jemanden sehr laut meinen Namen rufen. Ich wachte auf und hatte die ganze Nacht aus Angst nicht geschlafen, schlief dann den ganzen Tag. Manchmal sah ich Dinge wie ein sehr helles Licht an der Wand vor meinem Bett, das ich für meine Mutter fotografierte, als meine Eltern im Urlaub waren. Ich näherte mich dem Licht, weil ich mich mit der Zeit daran gewöhnt hatte. Das Licht blieb und als ich es berührte, war es warm und beruhigend. Wenn ich alleine war, sprach ich manchmal mit diesen Erscheinungen. Wo bist du? Geht es dir heute gut? Manchmal fühlte ich nachts, wie jemand meinen Rücken streichelte. Es war ziemlich beunruhigend, aber in Wahrheit fühlte es sich auch gut an. Wenn ich mit meinen Figuren spielte, sprangen sie manchmal vor meinen Augen vom Bett auf den Boden. Außerdem hatte ich einen Ast gefunden, der seltsamerweise wie ein Lebensbaum aussah, den ich auf Anraten einer Dame, die zu uns nach Hause gekommen war, wegwarf. Diese Frau spürte die Anwesenheit von Geistern, las Karten und solche Dinge. Meine Mutter wollte mehr darüber erfahren, warum ich all das fühlte. Diese Dame enthüllte dann, dass der Geist einer Frau in diesem Haus lebte, die ehemalige Besitzerin. Aber sie sprach nie von einem Mann. Als sie in mein Zimmer kam, überkam sie eine Welle der Angst. Ich ließ oft meine Fensterläden geschlossen, weil ich zu faul war, sie zu öffnen. Sie sagte mir, dass böse Geister in meinem Zimmer lauerten, was mir einen Schauer über den Rücken jagte. Jetzt lebe ich in einer Wohnung mit meinem Partner, ich bin 21 Jahre alt und es hört nicht auf. Hin und wieder höre ich eine Stimme, die kurze Sätze sagt. Ich stieg aus der Dusche, als ich hörte: Geht es dir gut, Liebling? Ich erschrak und rief zu meinem Partner, der unten war, ob er mich gerufen habe. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Ich schäle gerade die Zucchini für heute Abend. Das letzte Mal, dass ich eine Stimme hörte, war, als ich auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer saß und ein Video ansah. Da hörte ich: Sei still. Ich schaltete sofort mein Handy aus, obwohl es mitten am Tag war, und rief schließlich: Lasst mich in Ruhe. Seit diesem Tag nichts mehr. Aber manchmal spüre ich noch seltsame Dinge und ich sehe schwarze Schatten. Ich habe sogar Bücher über das Paranormale gekauft. Ich habe auch begonnen, Karten zu legen und ziehe Karten für meine Liebsten, was sie beunruhigt, weil ich Dinge über sie herausfinde. Die Männer. Das ist etwas, das ich bisher komplett für mich behalten habe, abgesehen von einem verwirrten Anruf bei meiner besten Freundin am Morgen danach, um herauszufinden, ob das, was ich dachte, passiert sei, wirklich passiert ist. Ehrlich gesagt war das Ereignis, das diesen Vorfall ausgelöst hat, meine eigene Schuld und auch so dumm, dass ich mich zu sehr geschämt oder über mich selbst geärgert habe, um die Geschichte zu erzählen. Ich lebte erst seit etwa 2 Wochen in New Orleans, als sich diese Nacht ereignete. Obwohl ich noch nie zuvor in meinem Leben in New Orleans gewesen war, bevor ich dorthin zog, komme ich aus einem ähnlich großen Ballungsraum im amerikanischen Süden. Ich kenne also die Dynamik einer solchen Stadt. In einem Moment sieht man Kinder, die auf den Straßen Ball spielen, und junge Paare, die Arm in Arm die tropisch geschmückten Gehwege entlang spazieren. Im nächsten Moment sieht man heruntergekommene Häuser, Bandenkriminalität, junge Jungen, die an Straßenecken rumhängen und unvorstellbare Armut, die mit weit verbreitetem Drogenmissbrauch einhergeht. Am Ende geht es nur darum zu wissen, wo man hingehen kann und welche Gebiete man komplett meiden sollte. Wie auch immer, ich war auf dem Heimweg von einem merkwürdigen Besorgungsweg in der Nacht, es war etwa 9:30 und dabei musste ich durch St. Claude fahren. Für alle, die es nicht wissen, das ist definitiv eine dieser Gegenden, die man möglichst vermeiden sollte. Als ich an ein Stoppschild kam, direkt neben einem kleinen Gemeindezentrum, trat ich plötzlich instinktiv auf die Bremse, noch bevor ich wirklich verstand, warum ich es tat. Direkt vor meiner Stoßstange stand eine winzig kleine Katze, ihre großen Augen starrten mich erschrocken an, geblendet von meinen Scheinwerfern. Diese verdammte Katze. Hier kommt meine Dummheit ins Spiel.
Ich wusste nicht wirklich, wo ich war und wie gefährlich die Gegend war, und ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, stieg ich aus dem Auto, um die Situation zu beurteilen und vielleicht zu sehen, ob ich dem kleinen Kerl helfen könnte. Ich habe nicht einmal die Schlüssel aus der Zündung genommen, weil ich dachte, ich würde nur kurz dort sein, und mein Handy, das im Ladegerät steckte, ließ ich auch im Auto. Ich dachte, ich würde entweder die Katze zu mir locken können, um ihr zu helfen, oder sie würde weglaufen, bevor ich wieder ins Auto steigen und weiter nach Hause fahren könnte. Was ich nicht bemerkte, als ich mich auf den Boden kniete, war, dass mein tollpatschiger Hintern zu nah an der leicht geöffneten Autotür war. Als ich aufstand, stieß ich natürlich dagegen und sie schlug sofort zu. Kein Problem, dachte ich, überzeugt, dass die Tür unverschlossen sein würde, nur um dann zu spüren, wie mein Herz wie ein Stein in meinen Magen sank, als die Tür sich nicht öffnen ließ. Verdammt. Ich geriet nicht sofort in Panik. Nachdem ich alle vier Türen ausprobiert und mich eine Minute lang dafür verflucht hatte, so dumm gewesen zu sein, sah ich einen Mann, der auf den Stufen des Gemeindezentrums saß und aß, und er sah mich. Als er meine Situation bemerkte, stand er langsam auf und kam mit seiner Tüte Raising Cane's Chicken zum Heck meines Autos, stellte sie auf die Motorhaube und aß weiter auf dem Rücken meines Subarus. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon gute 10 Minuten dort, also war die Gesellschaft eines anderen Menschen, ehrlich gesagt, beruhigend. Ich sah nicht mehr so hilflos aus für vorbeigehende Passanten. Zur Einordnung, ich trug ein winziges Tanktop, um die brutale Sommerhitze von New Orleans abzuwehren. Nachdem ich ihm meine Situation erklärt hatte, sagte er, er könne versuchen, die Tür zu öffnen und verzweifelt wieder ins Auto zu kommen, stimmte ich zu. Es war leider nutzlos und ich konnte sehen, dass er nur herumspielte. Ich ging hinüber zu einer kleinen Kirche auf der anderen Straßenseite, wo ich ein paar Leute sah, die gerade für die Nacht abschlossen. Zuflucht, dachte ich. Nette Kirchgänger müssen einer verlorenen und alleinstehenden Frau doch helfen, oder? Falsch. Der Mann, der die Kirche abschloss, sah direkt durch mich hindurch, sah dann auf den Mann, der offensichtlich versuchte, ein verschlossenes Auto zu öffnen, schüttelte den Kopf und warf mir einen Blick zu, der sagte: "Hältst du mich für dumm?" und stieg in sein unverschlossenes Fahrzeug. An diesem Punkt spürte ich, wie mir die Tränen in die Augen stiegen, aber ich sagte mir schnell, dass ich mich zusammenreißen sollte, und ging niedergeschlagen zurück zu meinem Auto. Durch die Gnade Gottes ließ mich der Fremde sein Handy benutzen, um einen Schlüsseldienst zu rufen, der mir sagte, er würde in 45 Minuten bis 4 Stunden dort sein. Großartig. Nach etwa 25 Minuten Smalltalk sagte mir der Mann, dass seine Schicht gleich beginnen würde, und genauso schnell wie er aufgetaucht war, war er auch wieder weg. In diesem Moment wurde mir das Ausmaß meiner Situation wirklich bewusst und ich wurde mir meiner Umgebung sehr bewusst. Ich bemerkte die Männer, die während unseres Gesprächs wiederholt mit ihren Fahrrädern um den Block fuhren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne nicht viele erwachsene Männer, die nach 22 Uhr zum Spaß gemütlich mit dem Fahrrad fahren, schon gar nicht in denselben großen Kreisen in derselben Nachbarschaft. Ich hörte das entfernte Quietschen der Räder, und bevor ich mich verstecken konnte, umrundeten sie den Block erneut, nun bewusst, dass ich tatsächlich völlig allein war. Sie fuhren weiter die Straße entlang, und mir wurde schnell klar, dass ich einen sicheren Platz finden musste, bevor sie zurückkamen. Ich ging zügig zum Gemeindezentrum, wo ich vorhatte, mich auf die Treppen zu setzen, merkte aber schnell, dass es dort viel zu hell war und ich mich mitten in der Dunkelheit des Viertels zu einem leuchtenden Ziel machen würde. Außerdem sah ich, als ich um die Ecke bog, einen großen Mann, der in völliger Dunkelheit an der Seite des Gebäudes stand, nur wenige Meter von den Stufen entfernt, und geradeaus starrte. In meiner Verzweiflung rannte ich zur Kirche und hörte, wie die Räder wieder näher kamen. Ich duckte mich hinter das große Schild vor dem Gebäude. Während ich dort im Dreck saß, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und weinte ein wenig. Die Kombination aus Angst und Frustration brachte mich wirklich an meine Grenze. Nach einer Weile hörte ich keine Bewegung mehr, und da mein Hintern vom Sitzen auf dem Boden wehtat und die Insekten unter mir herauskamen, beschloss ich, den Platz zu wechseln, wie bei einem dummen Versteckspiel. Ich hatte früher eine eingezäunte Gegend gesehen, die wie ein Restaurant aussah, und nachdem ich festgestellt hatte, dass die Tür nicht verschlossen war, rannte ich hinein, schloss sie hinter mir und atmete erleichtert auf. Dann setzte ich mich an einen Tisch, von dem aus ich durch den Zaun auf mein Auto schauen konnte, um zu sehen, ob der Schlüsseldienst eintrifft, und wartete. Nachdem es sich wie Tage angefühlt hatte, was wahrscheinlich eher 2 Stunden waren, kam die schreckliche Erkenntnis, dass ich nur einen einzigen Anruf bei den Popper-Lock-Leuten gemacht und eine vage Beschreibung der Kreuzung gegeben hatte, an der ich mich befand. Was, wenn sie mich nicht finden konnten? Was, wenn sie schon längst vorbeigefahren waren und, weil sie mich nicht gesehen hatten, jetzt schon wieder weg waren?
Ich wusste nicht, ob ich weiter warten oder rausgehen und hoffen sollte, sie zu finden, falls sie noch im Kreis um den Block fuhren, um mein Auto zu suchen. Nach etwa 30 Minuten entschied ich, dass ich rausgehen musste. Die Männer waren weg, und obwohl es eine schlechte Gegend war, würde es im Laufe des Morgens nur noch schlimmer werden, und das wollte ich nicht herausfinden. Im Nachhinein ist es so schmerzlich offensichtlich, aber natürlich, in dem Moment, in dem ich die Sicherheit meines kleinen Verstecks im Restaurant verließ, tauchten diese verdammten Räder wieder um die Ecke auf. Verdammt. Ich hätte nicht auffälliger und verletzlicher aussehen können. Ich fühlte mich so exponiert, aber es blieb keine Zeit, um zurück über die Kreuzung in den eingezäunten Bereich zu laufen, und um zur Kirche zu gelangen, müsste ich durch den Weg der beiden Männer auf den Fahrrädern rennen. Als ich zu meinem Auto sprintete, fuhr ein schwarzer Truck vorbei und hielt, zu meinem Entsetzen, nur wenige Momente nach dem Passieren, setzte zurück und rollte langsam wieder in meine Richtung. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, dass ich scheinbar unvermeidlich gefangen genommen, angegriffen und was weiß ich noch erleiden würde, als ich den Truck auf mich zukommen sah. Ich tat so, als wäre ich nicht völlig planlos und versuchte den Eindruck zu erwecken, dass ich nicht aus meinem immer noch laufenden Auto ausgesperrt war, ohne jegliche Ressourcen. Die Männer auf den Fahrrädern waren jetzt sehr nah. Dann bog der verdammte Popper-Lockwagen um die Ecke. Ich begann sofort mit den Armen zu winken, um ihn heranzuwinken, und als der Truck wegfuhr, parkte mein Retter seinen Van. Offenbar war er seit 20 Minuten in der Gegend herumgefahren, um mich zu finden, und war kurz davor aufzugeben, um einer anderen gestrandeten Frau zu helfen. Wäre ich hinter dem Zaun geblieben, hätte er das wahrscheinlich auch getan. Und ich wäre ohne jegliche Kommunikationsmittel zurückgeblieben, um jemanden anderen um Hilfe zu rufen. In dem Moment, als ich in meinen geliebten Subaru stieg, brach ich in Tränen aus, als die Türen hinter mir einrasteten. Gott, es war pure Erleichterung, in einem gesicherten Raum zu sein. Selbst während ich das jetzt schreibe, fühle ich mich dramatisch, als hätte ich mich wegen nichts aufgeregt. Aber wenn ich die Details durchgehe, hilft es mir, mein Erlebnis zu validieren. Also, an die Männer auf ihren klapprigen kleinen Fahrrädern, lasst uns niemals wieder begegnen. Vögel. Als ich jünger war, etwa vor 10 Jahren, begann ich mich für die Vogelbeobachtung zu interessieren. Ich war ungefähr 12 Jahre alt, also war es nicht wirklich offiziell in irgendeiner Weise. Ich war einfach ein Kind, das gerne Vögel anschlich, Fotos machte und sie in Büchern nachschlug. Ich beschloss, dieses Hobby zu beginnen, indem ich eine Liste mit Bildern erstellte, die ich in der Bibliothek ausgedruckt hatte, von einheimischen Vögeln in meiner Region. Jedes Wochenende wanderte ich durch die Nachbarschaft auf der Suche nach neuen Vögeln. Mit ein paar Teichen und einem großen Bach in der Gegend fand ich in den ersten Wochen ziemlich viele. Es gab jedoch einen Vogel, den ich mir als eine Art weißen Wal gesetzt hatte, wegen seiner Seltenheit in der Gegend, den Schwarzgeier. Wir haben in meiner Gegend viele Truthahngeier, die am häufigsten vorkommen, aber viel weniger Schwarzgeier. Es ist ein bisschen schwer, den Unterschied zu erkennen, wenn sie zu hoch fliegen. Das beste Unterscheidungsmerkmal ist, wie viel Grauweiß auf ihren Flügeln ist. Wenn sie näher kamen, konnte man irgendwann den roten Kopf des Truthahngeiers erkennen, was für mich oft enttäuschend war. Leider kann ich mich nicht mehr genau an das Datum erinnern oder an den Monat, aber an einem Wochenende beschloss ich, die nächsten 2 Tage damit zu verbringen, hoch und runter nach dem Schwarzgeier zu suchen. Ich kletterte über den kleinen Drahtzaun in einem nahegelegenen, buschigen Gebiet wie üblich und suchte. Normalerweise hatte man die besten Chancen, Aasvögel an Straßenkadavern zu finden, neben der Straße, und zufällig gab es eine kleine zweispurige Straße, die parallel zum nahegelegenen Bach verlief, direkt durch das Gebüsch. Also schnitt ich quer durch den kleinen Wald und ging in diese Richtung. So traurig es mich auch machte, ein totes Reh oder Opossum zu sehen, es war ein häufiger Anblick auf dieser Straße, da beide Seiten offen waren und die Bäume und das Unterholz sie fast erstickten. Es gibt einige Teile der Straße, die fast zu einer Art Tunnel werden, weil sich die Blätter oben miteinander verbinden. Es war unglaublich einfach für ein Reh oder ein anderes Tier, im Dunkeln vor ein Auto zu springen, ohne dass beide Parteien es rechtzeitig bemerkten. Ich hatte kein großes Glück. Es waren ein paar Krähen auf einem zerquetschten Eichhörnchen und ich sah ein paar Enten im Bach neben mir schwimmen, aber nichts Großes. Es wurde spät, aber die Sonne war noch oben und trotz der Gefahren, auf einer Waldstraße im Dunkeln zu laufen, war ich entschlossen, so lange wie möglich draußen zu bleiben. Ich beschloss, bis zu einem kleinen Park am Ende der Straße zu gehen und dann würde ich zurückgehen.
Ich ging unter einem kleinen Blättertunnel hindurch und kam auf der anderen Seite heraus und war erfreut, die vertraute Form eines großen Vogels am Himmel zu sehen, der Kreise zog. Es hatte genau die richtige Form und Größe, um ein Geier zu sein. Aber ich hatte keine Hoffnung, das Grau seiner Federn zu erkennen, da das Sonnenlicht begrenzt war. Stattdessen blieb mir nichts anderes übrig, als ihm zu folgen, als er langsam begann, tiefer zu sinken. Nach etwa 10 Minuten landete er und ich schlich vorsichtig vorwärts, um alles zu vermeiden, was den Vogel auf meine Anwesenheit aufmerksam machen könnte. Ich kroch tief am Boden entlang und bemerkte, dass der Vogel in einer kleinen Lichtung am äußersten Ende eines Parks gelandet war. Es war nur ein kleines, offenes Feld, leicht geneigt den Hügel hinunter, mit dem Parkplatz oben. Ich war schon einmal dort gewesen, da es ein beliebter Ort für Kinder war, um den steilen Hügel hinunterzurollen. Ich näherte mich von unten, aufgeregt, als ich mehrere Schreie und Kreischen anderer Vögel hörte. Schwarzgeier sind aggressiver als Truthahngeier und ich hoffte, einen Kampf zu beobachten. Ich kam an den Rand der Lichtung und zog mein Fernglas hervor. 2 Dinge fielen mir hier gleichzeitig auf. Erstens fand ich es seltsam, dass sie mitten im Park waren, statt näher an der Straße, wo man annehmen würde, dass sie Aas finden würden. Aber, dachte ich, Dinge können überall sterben, auch mitten im Park. Zweitens jedoch, es stank. Furchtbar. Der Geruch war ziemlich leicht, aber ich bin bekannt dafür, eine sehr empfindliche Nase zu haben. Und dieser scharfe, kupferige Geruch, wie wenn man verdorbenes Hackfleisch aus einer Tüte holt. Ich hatte schon vorher Aas gerochen und in der Hitze des Tages roch es schlecht, aber nichts dergleichen. Als ich das Fernglas an meine Augen hielt, erwartete ich einen Rehkadaver und kämpfende Vögel. Niemals hätte ich gedacht, dass ich eine ganz andere Art von Leiche sehen würde. Die Vögel waren da und ich erinnere mich an den leichten Anflug von Aufregung, den ich immer noch verspürte, als ich den stolzen Kopf eines Schwarzgeiers erkannte, bevor das Bild von ihm, der auf der Brust einer nackten Frau saß, mir das Leben aussaugte. Ich war wie gelähmt und konnte nicht wegsehen. Mein Hals schnürte sich vor Übelkeit zu und ich konnte nicht wegsehen. Die Vögel hatten überraschend wenig an ihrem Körper getan. Sie hatte, was ich für Schnitte hielt, aber das meiste von ihr war intakt. Was nicht intakt war, daran waren die Vögel. Ihre Augen, Lippen und Genitalien waren rot und zerfetzt. Wenn es eine große, definierende Wunde gab, habe ich sie verpasst, zwischen der Ansammlung von Vögeln und dem schwindenden Licht, aber was ich sah, kann ich nie vergessen. Ich habe es nicht vergessen, ich kann das Bild auch jetzt, nach all dieser Zeit, so klar abrufen. Sie war blass, fast blau an einigen Stellen, mit blondem, gekräuseltem Haar. Ich saß da, dumm und erstarrt, wer weiß wie lange, während die Sonne hinter den Bäumen versank. Das war eine Zeit, bevor Handys alltäglich waren und ich hatte einen ziemlich langen Heimweg vor mir. Ich erkenne jetzt, dass ich unter Schock stand und ich konnte mich erst bewegen, als mich plötzlich die Angst überkam, dass derjenige, der das getan hatte, in der Nähe sein könnte. Ich zwang mich langsam rückwärts in die Bäume zu watscheln, ohne den Blick von der Leiche zu wenden. Aus irgendeinem Grund wollte ich mich nicht umdrehen. Ich hatte solche Angst, dass jemand hinter mir sein könnte. Ich dachte, wenn ich einfach für immer rückwärts gehe, wird vielleicht nichts passieren. Es war dämmerig. Und plötzlich war da Licht. Scheinwerfer von oben auf dem Hügel, ein einziges Paar. Ich hörte das Kreischen von Reifen, als das Auto wegfuhr und hörte, wie es nach links abbog und weiterfuhr, die Straße hinunter, in die entgegengesetzte Richtung, in die ich unterwegs war. Das war der letzte Strohhalm und ich rannte den ganzen Weg zurück, sobald ich das Auto nicht mehr hören konnte. Ich stürzte durch mindestens 1 Meile Gestrüpp und obwohl ich schlau genug war, Stiefel und dicke Jeans zu tragen, waren meine Arme nackt und blutig, als ich anhielt. Ich pausierte auf halbem Weg durch das Gebüsch bei meinem Haus und mir wurde peinlicherweise bewusst, dass ich mich vor Angst irgendwann eingepisst hatte, bevor ich fast kriechend durch die Gärten der Leute nach Hause kam, wobei ich alle vorbeifahrenden Autos mied. Der Horror endete nicht vollständig dort, denn ich war bis nach Mitternacht allein zu Hause, da meine Mutter spät in einem nahegelegenen Diner arbeitete. Es ist dumm und ich bereue es bis heute, aber nein, ich habe nicht sofort die Polizei angerufen, auch nicht meine Mutter. Ich hatte dummerweise Angst, dass meine Mutter, wenn ich es täte, wütend auf mich wäre, dass ich nie wieder nach draußen gehen dürfte oder schlimmer noch, dass sie mir aus irgendeinem Grund nicht glauben würden. Ich schloss alle Türen ab, überprüfte es doppelt, nahm eine schnelle Dusche und schloss mich in meinem Zimmer ein. Irgendwie war ich eingeschlafen, als meine Mutter nach Hause kam. Am Morgen sprach ich schließlich mit ihr und wir riefen zusammen die Polizei an, aber zu diesem Zeitpunkt war die Leiche bereits gefunden worden.
Sie nahmen meine Aussage auf. Wir bekamen nie einen Anruf zurück. Ich habe mit der Vogelbeobachtung aufgehört. Mörder. Um diese Begegnung etwas zu erklären und Hintergrundwissen zu vermitteln. Ich war etwa 15 Jahre alt, als dies passierte. Ich zeltete mit meiner Familie und einem Teil meiner erweiterten Familie, also meiner Tante, meinem Onkel und meinen Cousins, mitten im Nirgendwo. Ich war das älteste Kind im Wohnmobil, also könnt ihr euch vorstellen, wie es sich anfühlte, niemanden in meinem Alter zu haben, mit dem ich die dummen Dinge tun konnte, die ich damals gemacht habe. Mit einem Altersunterschied von 2 Jahren zu den Jüngeren fühlte es sich fast wie ein Paradies an, als ich auf dem Campingplatz ankam und die anderen Teenager traf. Das waren alles Leute, die wir von früheren Campingausflügen gut kannten, also war es normal, dass wir uns sofort gut verstanden und nach einer Stunde so taten, als ob wir uns schon ewig kennen würden. Meine Eltern vertrauten mir sehr, das ist keine Übertreibung. Ich liebte es, Spaß zu haben, aber genauso gern kam ich rechtzeitig zum Abendessen zurück. Wenn ich also den größten Teil des Tages mit anderen Leuten aus dem Camp unterwegs war, machten sie sich keine Sorgen. Die einzige Regel war, dass ich zum Abendessen um 8:30 Uhr wieder im Wohnmobil sein musste. Stellt euch nun vor, eine Gruppe von 6 Teenagern, 15 bis 16 Jahre alt, den ganzen Tag ohne Aufsicht von Erwachsenen mitten im Wald. Das klang nach einem perfekten Plan. An diesem Tag fanden wir einen kleinen Hirschpfad, den wir in den 2 Jahren zuvor noch nie entdeckt hatten. Im Nachhinein betrachtet sah es jedoch gar nicht nach einem Hirschpfad aus. Er schlängelte sich durch einen sehr dichten Teil des Unterholzes. Vielleicht 30 cm freier Boden und die Äste waren bis auf eine Höhe von 1 Meter frei. Es war wirklich schwer, diesen Pfad im Gestrüpp zu erkennen, es sei denn, man suchte gezielt danach oder wusste, wo er war. Wir erkundeten ihn, markierten den Eingang mit einem abgebrochenen Ast und vergaßen ihn schnell wieder. Aber ich erinnerte mich an diesen besonderen kleinen Tunnel. Am Abend, als wir alle beim Abendessen saßen, schlug einer der Erwachsenen vor, dass wir nachts im Wald Verstecken spielen könnten. Nicht alle waren von dieser Idee begeistert, aber letztlich stimmten doch alle zu. Jeder bekam eine Taschenlampe und es wurden 2 Teams gebildet. Für diejenigen, die nicht wissen, was Verstecken bei Nacht ist, jeder bekommt eine Taschenlampe und die Spieler werden in 2 Gruppen aufgeteilt. Es ist im Grunde wie ein Taschenlampenfangspiel, aber mit einem Haken. Wenn man jemanden fängt, muss man richtig erraten, wer es ist, und wenn man richtig liegt, schließt sich dieser der Jägergruppe an. Der Letzte, der gefangen wird, gewinnt einen Schokoriegel oder etwas ähnliches. So spielten wir es jedenfalls. In der ersten Runde war ich bei denjenigen, die gejagt wurden. Wir bekamen einen Vorsprung von 5 Minuten, um wegzulaufen, auf einen Baum zu klettern oder uns zu verstecken, wie wir wollten. Normalerweise klettere ich auf einen Baum, aber das war nie die gewinnende Strategie. Also entschied ich mich, diesmal etwas anderes zu probieren und nutzte den sicheren Fluchtweg, den ich kannte. Und das Versteck war der besagte kleine Pfad durchs Dickicht. Es kostete mich fast den gesamten Vorsprung, diesen verdammten Pfad zu finden, weil er so gut versteckt und abgelegen war. Als ich an anderen Verstecken vorbeikam, hörte ich leises Flüstern zwischen Geschwistern, die meine Schritte hinterfragten, wie das Rascheln von Vogelflügeln. Es ist erwähnenswert, dass ich extrem gutes Gehör habe, was mir in diesem Spiel sehr zugute kommt. Doch gerade als ich mein Ziel erreichte, hörte ich das kurze Signal der Trillerpfeife, das das Ende der 5 Minuten ankündigte. Ich tauchte in den winzigen Pfad im Unterholz ein, kroch auf Händen und Knien, bis ich etwa auf halber Strecke war, und duckte mich wie ein großes, unförmiges Tier. Die Jäger durchsuchten zunächst die Hauptwege und suchten nach offensichtlichen Verstecken und Leuten, die versuchten, ihre Position zu wechseln. Als sie mich schließlich erreichten, kehrten sie um, nachdem sie den scheinbar toten Endpunkt erreicht hatten. Ich versuchte, mich neu zu positionieren und kroch weiter den Tunnel hinunter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es passierte, aber ich fand einen noch versteckteren Pfad innerhalb dieses Pfades und zog mich ungewollt immer weiter in die Dunkelheit hinein. Doch statt in einer Sackgasse zu enden, fand ich mich in einer leichten Senke wieder. Ich möchte nie wirklich beschreiben, was ich dort fand. Es tut mir leid, aber ich kann es einfach nicht. Es war eine junge Frau, nackt, übersät mit Schnitt- und Stichwunden, zusammengerollt in einer Embryonalstellung. Ihre glasigen, trüben Augen schienen direkt durch mich hindurchzusehen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich war zu verängstigt, um zu schreien, und erstarrte, während dunkle, rotbraune Flecken auf meiner Jeans erschienen.
Ich verharrte dort in einer Art katatonischem Zustand wie eine Marmorskulptur, was sich wie Stunden anfühlte. Und dann hörte ich jemanden, der auf demselben Pfad entlang kam. Habt ihr jemals solche Angst gehabt, dass ihr für einen wahnsinnigen Moment ernsthaft überlegt habt, etwas unglaublich Dummes zu tun, um zu entkommen? Das war einer dieser Momente. Ich gab ein kurzes, zitterndes Wimmern von mir und begann mich zu bewegen. Die Person auf dem Pfad hielt inne und begann dann eifrig, wieder auf mich zuzusteuern. Ich konnte sein keuchendes, ungleichmäßiges Atmen hören, das sich immer näher und näher an mich heranschlich. Durch ein wunderbares, wunderschönes Wunder übersah er den Pfad, der zu der buschigen Senke führte. Ich hörte, wie er am Eingang vorbeiging, etwas Schweres und Ungeschicktes hinter sich herschleifend. Ich hörte klirrende Geräusche und das gelegentliche Bemühen, die kleinen, scharfen Geräusche zu unterdrücken. Ich hörte ein leises Fluchen irgendwo am Ende des Tunnels und ich schoss aus dem Unterholztunnel heraus wie eine Kugel aus einem Gewehrlauf. Knacken, Krachen und lautes Rascheln umgaben mich, als der Mann scharf einatmete und begann, sich auf mich zuzubewegen. Das raue, tiefe Keuchen kam mir immer näher, ein Zeugnis dafür, dass ich zu langsam war, um zu entkommen. Irgendwie explodierte ich aus dem Eingang, kam auf meine wackeligen, halb eingeschlafenen Beine und rannte den Pfad hinunter. Der unbekannte Verfolger war eine Weile dicht hinter mir, doch es schien, als wäre er zu erschöpft, um mich lange in demselben Tempo zu verfolgen. Ich weiß, jeder macht sich über die Tatsache lustig, dass Menschen in Horrorfilmen immer stolpern, aber ehrlich gesagt bin ich erstaunt, dass mir das nicht passiert ist. Mit Adrenalin, das durch meinen Körper schoss, versuchte ich, meine wackeligen Beine dazu zu bringen, mich schnell genug von dem, was hinter mir war, wegzubewegen, als würde ich auf Wasser laufen. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, aber schließlich erreichte ich den Hauptpfad, der zurück zum Camp führte, und rannte schreiend um mein Leben. Verwirrte Gesichter blickten aus dem Wald heraus und ich glaube, jemand rief mir nach. Das Camp zu erreichen war einfach, aber zu erklären, warum ich halb schlafende Leute im Camp geweckt und aus dem Wald gerannt war, war schwieriger. Als ich schließlich die Worte herausbrachte, um zu erklären, herrschte eine tiefe, unheilvolle Stille unter den Erwachsenen, die am Anfang des Pfades warteten. Von diesem Punkt an erinnere ich mich an nicht mehr viel. Ich weiß, dass die Polizei gerufen wurde und meine Mutter und meine Tante schreiend und heulend den Pfad entlang rannten, um die anderen Kinder in Sicherheit zu bringen. Wenn jemand so schreit, ignoriert man das nicht. Sie sammelten alle innerhalb von 30 Sekunden ein und stürmten zurück ins Camp. Die Polizei fand einen Mann im Wald, der den Pfad entlang schlich und ein Messer in der Hand hielt. Eine schwarze Mülltüte mit einer Vielzahl von scharfen Werkzeugen und einer Säge wurde auf dem Pfad gefunden, einige davon mit getrocknetem Blut bespritzt und verschmiert. Ich glaube nicht, dass ich das jemals wirklich verarbeiten kann. Ich habe immer noch manchmal Albträume, in denen der Mann mich verfolgt, mir schwer atmend in den Nacken haucht und versucht, mich zu fangen. Manchmal schafft er es.